Da 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 di. Now I'm going to plant myself in the earth. Wir wollen zunächst mal der Uschi danken, dass die uns überhaupt mal losgetreten hat, das hier zu machen. Whoa! Yeah, your bird talk, that fits. Ich kann da ein Englisch, Teil Deutsches. Ja, sprich weiter. Lesen? Ja. Auswendig kann ich sie nicht, um Gottes Willen. Go ahead. Schwül, kühl, schwerere Luft, Brise rascheln in den Birkenblättern, sofort herauf, herauf, ging also ungehindert durch zur langfristigeren Erinnerungsremise. What was it now? The sunken garden of the brain? The Lee, it was, ein Flüsschen. The Lee, angling on the Lee Canal at Hartford. Es war nicht unbedingt der Tag des Fotos, sagen wir eins davon, ein solcher. Für die Dauer des Bildes sagen wir, es war genau damals. Angelrute, Mauer, about this time of year, or August, Bruder, Ufer, gegenüber, Baumlaub, Brise, schwül, kühl, Schwere in der Luft. Wie ein Hurrikan, Ork, Flow, Ahn. Dass die Tassen und weiterseits Omas, Somas, Omas, Staffordshire Dog, Antique Kitchen, Hund, alles und die gesammelte Pferdeherde neben dem Kamin Erdenbeet und Torkel wankt, ein jedes, wo es steht und aufgestrocken auf den Hinterhufen harrte. Dein Vater wehklagt und verflucht all das, was war, was all das was an, hätte doch ausgeblendet, verflucht die Blenden, das hab ich dich doch, hab dich doch nicht so, und nun erst die Lebzeit dies verschlungen. Weg! Jetzt dies alles ungefälligst, endlich weg! Brüllt er, Heldenvater ähnlich, und sie weinen zusammen. Sie ums Verlassen, sie im Verlies komplett. Aber an die Sonne konnte sie, das konnte sie, mit uns. Nur in der Familie soll's sonst bleiben. Nur nichts an Schmerz, Sonne nur darüber, komm. Darauf war Verlass. Das Urlaub. Lauschig. Und Affi. Wie schön, dass wir Hand in den Garten gehen und unseren jungen Baum begießen und pflegen. Ich klaube Raupen ab, du bringst ihm Wasser. Wie grün er wäre, wenn wir ihm nicht die Wurzel abgehackt hätten. Vor dem Paargesang könnte ich dieses alte tschechisch-kommunistische Witzchen erzählen, wenn es passt. Also ich war lange Jahre mit einer Tschechin zusammen und deren Vater, auch Tscheche, sagte mir, ja, im Kommunismus haben wir uns einen Witz erzählt. Tscheche und ein Russe sitzen in der Bahn, fahren durch die Tschechische Republik und
Der Russe hat ein bisschen Hunger. Hast du ein Brot dabei vielleicht? Der Tscheche sagt, ja klar, Tovarich, das können wir machen. Der Russe sagt, ja, schön brüderlich. Ne? Der Tscheche sagt, nee, nichts brüderlich. Du die Hälfte, ich die Hälfte. Das sollten wir eigentlich zu zweit lesen, aber das müssten wir einüben. Das können wir, du eine Zeile, ich eine Zeile. Meinst du, wir schaffen das? Wir können es auch strophenweise lesen. Ah ja, okay. Und den letzten versuchen wir zusammen. Wer fängt an? Soll ich? Ja, okay. Was mir gehört, was dir gehört, wir scheren uns nicht drum. Ich nehme, denn ich bin gescheit. Du gibst, denn du bist dumm. Nächste bitte. Was mir gefällt, was dir gefällt, das ist doch alles eins. Ich kriege schon mein Stück vom Glück. Und wenn ich will, auch deins. Was mir gebricht und was dir gebricht, uns ist das einerlei. Ich weiß ja nicht, was Mangel ist, denn du entsagst für zwei. Also Stephen hat für einen Freund, der sehr krank war, ein Gedicht geschrieben auf Englisch. Und ich habe dann eine Nachdichtung vor kurzem gewagt. Wer liest welches? Es war um die Jahreswende. Ja, völlig andere Jahreszeit als jetzt. Ja, liest du das? Du meinst und ich deins? Okay, machen wir. It's five and already not dark. Bare 2 weeks since the turning of the sun. The smoke has made a ring about the earth. The fire's not yet done. But it will clear and we breathe in the healing. Es geht ihm jetzt besser, ich muss aber doch etwas Atemzug nehmen. 5 Uhr schon, noch nicht dunkel. Andere Jahreszeit. Nur 2 Wochen, seit das Licht begann zu wachsen. Über und unter der Erde. Um die Erde Rauchring über Rauchring. Feuer ungelöscht, bis es sich klärt. Bis wir atmen. Bis wir heilen. Jetzt haben wir hier unseren persönlichen Freund Holunder, der auch schön geblüht hat. Schön gefruchtet, es gibt aufgesetzte Schnaps von ihm und jetzt einfach sich ausruht. Das war leider keine Einladung, er reift noch. Der Schnaps, der Schnaps. Holunder, Holüber, Holüber, Holunder. Wenn vor der Nacht das Dunkel leise auf sieht, winkst du mit großen weißen Dollen, Dämmerungsgesicht. Was ist die Naivität, gegen die ich mit meiner angehe? Was war, wann, wo waren prozentual unterwegs in der Heile, Instandhalter, Quack, Salber und wie, wann, wo, nach bestem Können unterwegs? Quack, 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 Quack. Was ist eine Quacksalbe? Und tut sie gut in diesen oder jenen Händen? Wer, wie ist dieser Mensch, der onkologisches verpanscht, vermarktete? Wie ist noch vor dem Abnehmern ihm geschehen? Was muss er erst geglaubt haben, nicht zu haben geglaubt? Fragt den Präsidenten, falls ihr rankommt, diesen oder jenen in der Industrie, dieser oder jener in Geld und in Gesetz. Gesetz. Das war's. Wenn man hier was tut, das hat ja Einfluss auf den Rest. Und wenn ich in die Hecke ein bisschen Profil schneide, hat das auch Einfluss auf den Rest. Und da, die hier, man sieht es nicht so, da sind Spiralen angeordnet, gegenläufige. Und wenn man Glück hat, wenn es sehr geordnet wäre und wahrscheinlich noch mit Etiketten versehen und Pfeilen,
könnte man sehen, dass die Spiralen einmal so gehen und raus, eigentlich ideell über den Südring hinaus in dieses wilde Gelände. Dazu kommt, das ist jetzt relevant, habe ich vor auch ungefähr 30 Jahren noch ein japanisches, heute nicht mehr existierendes Restaurant in Düsseldorf geputzt und war umgeben von Japanisch und ein bisschen Japanisch gelernt. Das kleine wenige, was ich gelernt habe, zum größten Teil vergessen, aber eine Floskel kenne ich noch. Die heißt Mizu no Awa. Kurion, Mizu no Awa. Das heißt, wörtlich, es heißt übertragen, ja, das ist eine Lappalie, ist nichts. Wörtlich heißt es, des Wassers Schaum, die Schäume auf den Wellenkuppen. Und das habe ich da angefangen zu friemeln. Bis zum Ende, bis zu den Mülleimern. Und dann landet der Schaum halt im Müll. Amsel mit Vorbehalt, weil die trillen. Ich kann ja nicht dieses Brrr. Kann sie nicht, leider. Schade. Es gibt Leute, die so pfeifen können. Ja, und, aber Meisen? Meisen? Ja, super. Und Rotkehlchen machst du auch sehr gut. Ja. Ja. Der hat jetzt im Wind zu wütend das Rotkehlchen. Da war jetzt ein bisschen Rabe? Amsel mit reingemischt. Den Raben? Und manchmal fliegen Reiher rüber. Wenn die loslegen, das ist auch. Moment. Und kannst du Pusser treffen? Nur mit Pfiffen, da fehlt das Volumen dahinter. Ja. Das ist noch nicht zu Ende, aber wir retten schon mal ein paar Sachen vor. Ja? Ja. Das ist für meine Marmelade und meine ist sowieso nicht allein. Schick. Und jetzt hol ich es raus. Flügel okay. Nass werden. Come on, dear. Now go. Okay, don't go.